Verdammte Kapsel! Steht mein Weg. Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Mit diesem Outtake-kleinen Dingsbums, ne, muss ab und zu mal sein. Jetzt fangen wir unser zweites Team-Pokémon. Ich hoffe, ich spreche hier gerade nicht so laut, weil es ist ziemlich übersteuert. Ich tue mal mein Mikrofon ein bisschen weg. Moment, hätte ich eigentlich schon vor dem Part machen sollen. Aber naja, dann mache ich es halt jetzt. Ja. Soll ja auch nicht schaden, wir haben ja Zeit. Okay. Hier haben wir schon einen Schutz gefunden. Das ist ja schon mal sehr gut. Und was gibt's hier? Zigzags. Ich will mein zweites Team-Pokémon fangen. Und zwar in diesem Part. Hey, Flammy braucht ja nur noch ein Level, sehe ich gerade. Cool. Es geht ja ruckzuck mit dem Leveln hier. Vor drei Parts hatten wir noch ein schwächliches Flammy Level 5. Unglaublich. Das Schwalbini ist unser... Nicht unser zweites Team-Pokémon. Okay. Ja, Schwalbini ist, wie gesagt, nicht unser Team-Pokémon. Es ist ein anderes Pokémon. Und zwar ist es ein Pokémon, hatte ich noch nie im Team. Und da ist es, Ninkada. Warum Ninkada? Sag ich euch später warum. Fangen wir es zuerst. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Nimm mal einen Superball. Eins, zwei, drei, vier. Und das Pokémon gehört mir. So, jetzt haben wir unsere zwei Team-Pokémon. Ninkada, Vorbereiter. Größe 50 cm. Gewicht 5,5 Meter. Gewicht 5,5 Meter, ja. Gewicht 5,5 Kilogramm. Ninkada lebt viele Jahre in absoluter Dunkelheit unter der Erde. Dieses Pokémon nimmt Nährstoffe aus. Auf Baum aus Wurmwurzeln aus. Ich dachte schon, der Pokédex-Eintrag wäre vorbei. Es rührt sich nicht, da es auf seine Entwicklung wartet. Nun gut, wir werden es auch entwickeln, wie gesagt. Allerdings werden wir die Entwicklung nicht behalten. Ich glaube, jetzt habe ich schon mal das vorgesagt, welches Pokémon wir eigentlich haben wollen. Na gut, das kann ich eigentlich gleich sagen. Die Profis wissen es wahrscheinlich schon. Ich möchte einen Ninjaturm in meinem Team haben. Ganz recht, ein Ninjaturm. Einfach mal, um zu schauen, wie Ninjaturm ist. Ich hatte es noch nie im Team, deswegen möchte ich einfach mal gucken, wie gut Ninjaturm ist. Allerdings müssen wir es zuerst entwickeln, damit wir einen Ninjaturm bekommen. Ich glaube, das spiele ich ein bisschen. So, jetzt gebe ich die Flinkklaue in den Kader. Oder habe ich gerade schon gegeben, oder? Ah, ich habe schon im Voraus gedacht. Ist es eine Flinkklaue, das ist vielleicht ein anderes Item. Ja, das ist sogar die Flinkklaue. Ja, wie schön. Okay, dann trainieren wir unser Ninkada mal ein bisschen. Oder sollen wir zuerst unser Flammy entwickeln? Was meint ihr? Sagt doch was. Sagt doch was. Soll ich Flammy zuerst entwickeln oder Ninkada ein bisschen trainieren? Ich glaube, ich bleibe bei dem, was ich jetzt gerade habe. Oh, welche Route wollen wir denn zuerst? Ich mache mal die obere. Die ist die kürzeste. Da haben wir sie schon mal weg. Höhlenforschung ist nicht mit einem Spaziergang auf einer Straße zu vergleichen. Du weißt nie, wann ein wildes Pokémon auftaucht. Du bist immer angespannt. Ja, deswegen hasse ich auch Höhlen so sehr. Okay, hier ist Wasser. Da könnten wir surfen, wenn wir Surfer hätten. Was wir noch nicht haben. Und hier haben wir einen Supertrank. Hier gibt es keine Trainer, was mich sehr wundert. Normalerweise sind hier immer sehr viele Trainer unterwegs. So Kämpfer und so. Habe ich in Erinnerung. Aber hier scheint keiner zu sein, bis auf diesen Supertrank, naja, oder Superball, oder was weiß ich, ich hab's gerade vergessen, was wir bekommen haben. LOL. Also gut, Tunnel, Tunnels Abkürzung. Steht vor Fertigstellung. Da steht, was, da steht auf dem, ja, komm, das haben wir schon im letzten Part gelesen. Es heißt, Ninkada trainieren. Und zwar so schnell wie ein Ninja. Was ist passiert? Ich dachte schon, das Spiel wäre abgestürzt, beziehungsweise der Emulator. Okay, Ninkada ist vom Typ Boden und Käfer, daher wäre es töricht gegen einen Flug-Normal-Pokémon wie Schwalbini zu kämpfen, deswegen wechsle ich zu Flammy. Er erhöht seine Volltrefferquote, wollen wir es auch machen? Ich glaube sogar ein Glut müsste reichen. Ich glaube, das reicht.
Ah, ich bin so gut. Was habe ich nicht gesagt? Spezialwert von Schwalbini ist nicht. Spezialverteidigung von Schwalbini ist nicht hoch, deswegen war ich mir ziemlich sicher. Ach, kann man kämpfen gegen den? Meine Pokémon sind die Kings! Überzeug dich selbst! Wie die Kings von Fallout New Vegas oder was? Okay. Ich habe so viel Fallout New Vegas gespielt, aber ich spiele so lustig. Ich habe das schon 50 Stunden insgesamt gespielt, zeigt mir mein Steam an. Und habe schon ein Viertel aller Achievements. Na gut, ein Viertel ist ein bisschen wenig. Naja, aber momentan bin ich auf Achievements Sammelsuche. Aber jetzt bin ich gar nicht hier, um über meinen Fallout Profil ist sehr schlecht. Um über meinen Fallout Dingsbums zu reden, sondern wir spielen hier als Pokémon. Da musst du ja Pokémon kommentieren. Und nicht über Fallout. Ja, also falls es jetzt bald laut werden wird, dann ist es ein Gewitter, weil es fängt bei mir zum Gewittern an. Naja, jetzt habe ich gerade das Fenster offen, das heißt der der Laut wird wahrscheinlich lauter sein, also man hört es dann besser. Der Laut wird wahrscheinlich lauter sein. Was rede ich denn da für ein Müll? Der Laut wird lauter sein, das mache ich als Statusprofil Anmerkung. Der Laut wird lauter sein in meinem Let's Play. egal. ich hoffe, wir kriegen bald Zerschneider, sonst gehen hier die Pflanzen ein. Ist nicht so geil, das hat mir in dem Saphir Let's Play. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Nämlich sauschwach. Warum ist denn das jetzt so verbuggt? Also allgemein ist dieses, ist die dritte Generation irgendwie sehr verbuggt. Was weiß ich? Oh, ich kämpfe gegen ein Wasser-Pokémon. Obwohl ich ein Boden-Kiffer-Pokémon bin. Sehr intelligent. Ich wechsle wieder. Ich möchte ungern riskieren, dass den Kader drauf geht und wir wieder ins Pokémon Center zurücklatschen müssen. Nur um diesen Kader zu heilen. Er erhöht seine Verteidigung. Na gut, macht er. Kann er ruhig machen, ist mir egal. Er wird jetzt gekratzt. Und wenn wir Glück haben, entwickelt sich Flammy nach diesem Kampf sogar schon. Wer hätte es gedacht? Jetzt hör auf, dich einzuigeln und deine Verteidigung zu erhöhen, sonst muss ich dir einen Volltreffer verpassen. Ich glaube, ich spiele jetzt schon auf Volltreffer. Rotenschlag, jetzt senkt er meine Verteidigung. Alter, was hast du mit deiner Verteidigung? Deine erhöhen, meine senken, was soll denn der Scheiß? Wenn ich einen Volltreffer habe, bist du down, das ist dir schon klar, ne? Da kannst du dich so einigeln, wie du möchtest. So oft einigeln, ich hab's oft vergessen. Na, siehst du? Ich hab's dir gesagt. Dein Problem. So. Du bist mir haushoch überlegen. Ich glaube, da vorne gibt es ein verstecktes Item. Warum ist denn das so verbuggt? Normalerweise kommt da immer so eine Animation vor einem Kampf. Aber jetzt irgendwie nicht mehr. Was soll denn der Müll? Na, Flurmi ist, glaube ich, der perfekte Gegner für den Kader. Ich setze mal Hätten ein. Wobei, Flurmi kann Aufruhr. Das ist ein spezieller Angriff als Angriffsattacke. Ja, ich hab's gesagt. Zieht gleich 5 KP ab. What the fuck? Kratze. Oder ich sollte voller Blutsauger an. Volltreffer, shit. Er leckt mich fett. Oh, leckt meine Kleider hier. Das gibt's doch nicht. Herrgott, Sakrament nochmal. Jetzt muss ich wechseln zu Flammy. E-Mail, Herrgott, Sakrament. Egal, jetzt krieg ich dir hier eine Glut ab. So. Und jetzt müsste sich Flammy entwickeln. Ah, Level 16. Und er ist erlernt Schnabel, eine Flugattacke. Sieht, Stärke 35. Ich vergesse den Heuler, weil den Heuler brauchen wir nicht. Den haben wir noch nie eingesetzt. Das heißt, er Heuler ist die schlechteste Attacke und kommt deswegen weg. Und das Wichtigste ist, Flammy entwickelt sich. Hallöchen! Mit diesem Pokémon werden wir gegen Felice, heißt sie glaube ich, antreten. Und es ist ein Doppelkick, eine Kampfattacke.
Und Jungwirt ist jetzt ein Kampf-Pokémon. So, welche Attacke vergesse ich denn? Na, machen wir Kratzer weg. Kratzer ist eher useless. Alright. Ach ja, ich wollte das Item da einsammeln. Das nicht vorhandene Item. Da ist gar kein Item. Was soll denn der Müll? Muss doch ein Item sein. Ach Mensch, jetzt bin ich da extra zurückgelatscht. Naja, immerhin konnten wir unser Jungblut entwickeln. Schon wieder keine Animation. Ich glaube, da muss ich mal im Internet nachschauen, was da so verbuggt dran ist. Notfalls werde ich vielleicht sogar den Emulator wechseln, falls es nicht gehoben werden kann, wie auch immer. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass es ein Advance-Spiel ist. Naja. So, es wird ein One-Hit-Kill beim ersten Kick. Und ein Volltreffer sogar. Okay, Zigzag ist down. Jetzt möchte ich aber noch schauen, ob da noch ein paar Items liegen. Versteckte Items und so. Sind wichtig. Ach komm. Wenn es keinen Tunnel gibt, dann kletter ich eben über den Berg. Ja, mit was? Du hast doch kein Seil dabei, oder was? Hast du ein Seil dabei? Ja, in seinem Rucksack hatte bestimmt ein fettes Seil. Kleinstein, Gesteins-Boden-Pokémon. Und da sind wir mit dem Kader ganz falsch. In den Kader kann ich da mal eine Bodenattacke, obwohl es ein Boden-Pokémon ist. Ja, wir haben keine andere Wahl, Jungblut. Wir könnten auch Knilz mit einer Absorberattacke nehmen. Aber wir wollen Knilz ja nicht ins Team haben. Okay, jetzt treten wir einfach mal diesen Stein weg, wie in Fußball. So, ein bisschen Stein treten. So, was kommt jetzt? Es kommt wahrscheinlich nochmal ein Stein, den wir zertreten können. Jetzt kommt Kleinstein schon wieder. Es wurde gar nicht angezeigt, ob wir unsere Pokémon wechseln wollen. Naja, ist ja egal, ich muss das nicht anhaben. Das hatten wir in den letzten Let's Plays ja immer an, jetzt möchte ich es mal aushaben. Einfach mal aus dem Grund, weil es eher ein bisschen Cheating ist, dass man sich so immer rumwechseln kann, wenn ein neues Pokémon kommt. Ist ja nicht der Sinn an diesem Spiel. Okay, was soll ich dazu sagen? Drei Steine zertreten, wie auch immer, oder weggetreten. Hätte man genauso gut auf einen Parkplatz gehen können, auf so einen Rastplatz, und dann die ganzen Steine, die auf dem Boden liegen, wegkicken können. Bis wir so ein Auto getroffen haben. Und dann sich die Leute beschweren. Hey du, warum hast du mein Auto beschädigt? Das war der da. Bergrasthaus, aha. Ich will diesen vermaledeiten Tunnel graben. Freak, naja. Gut, ach ja, hier haben wir, wie ja, in unserem Saphir-Let's Play unsere Geheimbasis gebaut. Genau da. Hier oben muss es gewesen sein. Da haben wir unsere Geheimbasis gebaut. In der Wand ist eine kleine Einkerbung. Also hier bei diesen viereckigen Dingern da kann man sich Geheimbasen bauen, wenn man Geheimpower hat. Was wir momentan aber noch nicht haben. Was leider sehr schade ist. Naja. Metaflur-Tunnel verbindet Metaros City und Wiesenflur. Das Tunnelprojekt wurde abgeworfen. Was? Warum denn das? Ja, im Saphir-Let's Play konnten wir den Metaflur-Tunnel nicht sehen, jetzt sehen wir ihn allerdings, weil ich jetzt mit einem anderen Emulator spiele. Was auch wieder... Ach, das war eine Animation, ach wie toll. Hoffentlich bleibt es jetzt so. Flurmüll, ist das nicht putzig? Nein, zertreten! Dieses Pokémon wird böse, wenn es auf Level 40 sich zu Gravums entwickelt. Aber noch ist es putzig. Aber eine Gefahr für die Nachbarschaft. So. Okay, das müsste ein Trank sein. Ah, ein Pokéball, ich habe mich gehört. Also ich kenne die dritte Generation nicht mehr so auswendig wie damals im Saphir-Let's Play. Weil es länger her war, seitdem ich die dritte Generation gespielt habe. Okay, wir haben wieder dasselbe. Wechseln zu Jungblut. Mit einer Doppelkick-Attacke, obwohl es eigentlich nur ein Kick ist, aber naja.
Tschüss, Flummel. War nett mit dir. So, was ist denn da? Hier ist gar nichts. Toll, bis auf diese zwei Steine da. Ein großer Felsen, ein Pokémon könnte ihn vielleicht zertrümmern. Dafür brauchen wir vor allem zwei Zertrümmerer, die wir... Ne, vor allem 5... Ne, keine Ahnung. Vor allem 6 ist es. Vor allem 6 brauchen wir dafür. Zertrümmerer, die wir momentan aber noch nicht haben. So, hier sind noch ein paar Trainer. Die könnten wir besiegen, wenn wir Schneider einsetzen können. Aber zuerst müssen wir die Arena-Leiterin besiegen. Okay, ich wechsle zu Junglut. Komm. Alright, Glut, ne? Das hatten wir schon, das Spielchen. Soll ich speeden? Ne, ich speede nicht in diesem Let's Play, oder sag mal wenig. Das hier wird ein natürliches Let's Play. Und nicht gespeedet, so wie das da zum Beispiel, ne? Das wollen wir hier nicht sehen. Haben wir gegen den schon gekämpft? Ich schau mal. Ach verdammtes scheiß Pokémon! Ich hasse den Kader. Den Kader sind das beschissenste Pokémon ever. Wer hat schon einen Kader in seinem Team? Jeder, der einen Kader hat, den werde ich hassen. Okay, ich wechsle den Kader mal aus und setze Jungglut ein. Und greife damit Glut an. Also das ist hier auch verbuggt, ne? Dass da alle, dass sich der ganze Bildschirm da verändert. Naja. Ich habe übrigens nach ein paar Hacks gesucht, wie man zum Beispiel die Musik verändern kann. Ich habe allerdings noch keinen gefunden. Ich hatte so epische Remixe von Pokémon heruntergeladen. Die wollte ich statt der normalen Musik einfügen. Da gibt es dafür noch kein Tool dafür. Naja. Werde ich vielleicht irgendwann mal machen, so ein Remix im Let's Play einfügen oder sowas. Mal schauen. Ich habe mich vertippt. Das, der erste Vertipper in Part 4 ist es, ne? 4, morgen, 4. Wir sind ganz schön weit beim Call of Duty Let's Play dann momentan, ne? Wenn wir schon 4 Missionen haben. Ich meine, Call of Duty, das dauert ja noch nicht, das Spiel dauert ja nicht so besonders lange. Das ist schon Part 4, ich kann mich noch bei Part 1 sehr gut an jedes Detail erinnern. Naja, ich spiele ja Call of Duty Modern Warfare 3 gerade parallel mit diesem Display. Meine Kämpfer-Pokémon sind stark, lass uns kämpfen. Und das sind wir momentan auch bei Part 4. Ich habe es am gleichen Tag angefangen wie Obin Let's Play. Okay, Wompel, was machen wir denn mit dir? Verbrennen, absorbieren oder zerfressen? Ich nehme verbrennen. Fadenschuss, das ist ein Witz, oder? Fadenschuss! Naja, unser Junge wird wahrscheinlich immer noch schneller sein. Ihr seht ja, der Fadenschuss hat überhaupt nichts gebracht. Okay. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich wieder Wompel. Ah, Schalloko. Ja gut, ich weiß, dass Schalloko nicht angreifen kann. Schalloko kann nur Härtner. Es sei denn, es hat sich aus Wompel entwickelt. Yep, es setzt nur Härtner ein. Das wird hier sehr langweilig. Ich glaube, das geht ich sogar. Blub. 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 Und blub. So. Das war jetzt wieder eine Ausnahme mit dem Speeden, weil das eher langweilig war. Ach, der hat auch einen Kader. Ach, wie toll. Lassen wir den Kader gegen den Kader antreten. Zuerst setze ich allerdings Härtner ein, um die Verteidigung zu erhöhen. Er saugt mir ein bisschen Blut ab. Sehe ich aus wie eine Zapfstelle, wie so eine Tankzapfstelle oder was? Nö, das ist ein Kader. So, ich erhöhe meine Verteidigung noch weiter. Er macht das gleiche. Nachmacher! Ich greife später eh mit Spezial an. Also ist egal, dann kann er ruhig härten. Sich ruhig so viel härten, wie er möchte.
Erinnert mich irgendwie an den Kampf zwischen Ash und diesem Typen da mit dem Pinsir aus der Pokémon Folge 3, wo sie beide den Safcon einsetzen und dann ja nicht weiterkommen. Okay, das ist jetzt jemand Trank, den müssen wir irgendwie loswerden. Wobei ich die TV-Serie ab Staffel 3 sehr, sehr scheiße finde. Da kommt immer nur dasselbe. Die kommen irgendwo an, lernen ein paar Leute kennen und meistens ein spezielles Pokémon. Und dann taucht Team Rocket auf und dann macht dieses Pokémon irgendwie, besiegt Team Rocket und dann alle sind irgendwie glücklich, Happy End, bla bla bla. Immer dasselbe in Pokémon. Also das Schema in Pokémon in der TV-Serie ist immer gleich. Das finde ich sehr scheiße. Also zumindest ab der dritten Staffel. Die erste und zweite kann man sich ruhig anschauen, aber die dritte ist scheiße. Die habe ich nach der vierten Folge schon abgebrochen zu schauen, weil die so einseitig war. Immer dasselbe Schema. Speziell treffen Leute, spezielles Pokémon, Team Rocket taucht auf. Team Rocket besiegt, Ende. Mehr nicht. Kann man sich genauso gut irgendwelche, keine Ahnung was anschauen. Selbst solche Dokumentationen über, was weiß ich, über Politiker sind spannender als Pokémon. Weil da immer dasselbe in scheiß Pokémon, das kotzt mich an. Also in der TV-Serie, ich rede hier jetzt nur von der TV-Serie, nicht von diesem Spiel. Ich glaube, ich spiele dafür, ich glaube, das dauert auch wieder so lange. So, ja, das kann ein bisschen dauern, das ist in den Kader drinnen, aber den Kader kann ja auch nicht besonders gute Attacken fürs Erste. Ich kann ja mal schauen, wie ich ihn Kugelsaat beibringen kann. Mal schauen. Oder Zerschneider wäre auch eine Option. Knilz kann Kugelsaat. Soll ich ihn Zerschneider beibringen? Naja, wir werden später Probleme haben, die Attacke dann wieder verlernen zu können. Ich glaube, ich lasse es erst einmal. Er kann halt den Kader halt ein bisschen kratzen und äußerst weak attacken. Das macht nichts. Wir können ja, ihn ja nach dem Arena-Kampf vielleicht noch ein paar andere Attacken beibringen. Felsgrab. Bekommt man da als TM? Naja, jetzt werde ich die Arena machen. Blub, 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 blub. Ich mache den Part auch wieder ein bisschen länger, weil wir so viele langweilige in den Kader-Kämpfe gemacht haben. Moment, ich muss mir mal kurz meinen Stuhl zurecht rücken, der knackt immer ein bisschen. Okay, die erste Arena. Hi, wie geht's? Schlecht. Hör zu, mein Freund. Würdest du gerne Champ werden? Nee. Ich bin kein Trainer, ich nicht, aber ich kann dir trotzdem einen nützlichen Rat geben. Also abgemacht, wir werden zusammen nach der Pokémon-Meisterschaft streben. Als Trainer musst du die Orden der Arenen sammeln, habe ich recht? Aber die Arena-Leiter sind nicht gerade einfach zu besiegen. Hier komme ich ins Spiel. Ich werde dir ein paar Expertentipps geben. Felicia, die Arena-Leiterin. Moment, ich trinke mal kurz was. Okay. Felicia, die Arena-Leiterin, setzt Gesteins-Pokémon ein. Ein Gesteins-Pokémon ist sehr zäh. Hat aber gegen Wasser- und Pflanzenattacken keine Chance. Komm wieder vorbei, wenn du die Arena-Leiterin besiegt hast. Nun zeig, was du drauf hast. Das werden wir. Und wir werden auch gleichzeitig unser Pokémon trainieren. Unterschätze die Trainer einer Arena nicht. Ich zeige dir, warum wir die Besten sind. Die Arena hatte ich anders in Erinnerung. Naja. Wahrscheinlich habe ich damals zu viel Smart gespielt. Spielt ins Markt, sehen die Arenen ja anders aus. Okay, wie immer dasselbe, den Kader gegen Kleinstein keine Chance, das heißt wechseln. Tackle. Unglaublich, aber wahr. Bam. Bam. So. Karate-Kämpfer zertreten Steine und das war auch hier der Fall. Kleinstein ist down. Kleinstein wird von Teenager-Gästen in den Kampf geschickt. Oh, so treten wir ihn wieder. Wir könnten auch wechseln zu Ninkada, aber was soll's.
Was kommt jetzt? Noch ein Kleinstein. Jetzt wechsle ich zu in den Kader. Hätte ich irgendwie schon vorher machen sollen, aber egal. Puh, Level 6 nur. Schwach eigentlich, ne? Das greift ihn nur mit Tackle an. Naja, wenn wir geduldig sind, könnten wir es vielleicht killen. Ich glaube, das mache ich. Blub, 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 blub. Erstmal Härtner, um die Verteidigung zu erhöhen. Und dann Kratzer, Kratzer, Trank. Haben wir einen Trank? Ja. Trank. Kratzer, 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 Kratzer und Kratzer und Kratzer und Kratzer und tot. Hat nur 15 Minuten wahrscheinlich gedauert, wenn wir nicht gespielt hätten. Naja. Wenn du mich nicht besiegen kannst, hast du keine Chance gegen Felicia. Tja, ich werde dich aber besiegen. Und zwar ohne Probleme, wetten? Du mit deinem kleinen Kleinstein. Die haben nur Kleinsteins gehabt, die Trainer in dieser Arena bis jetzt. Dabei gibt es doch viel mehr Pokémon. Onyx zum Beispiel hätte man einbauen können. Oder gibt es hier Onyx in der Generation? Stimmt, ne? Und ja, Onyx gibt's. Onyx gibt's, soweit ich weiß. Oder? Gibt's hier Onyx? Onyx, Onyx, Onyx. Ich weiß nicht, also. Onyx? Ach, gute Frage. Gibt's hier Onyx in dieser Generation? Eher nicht, ne? Oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nee, ich sag jetzt mal nicht. Ich sag jetzt, dass es hier kein Onyx gibt. Naja, gut. Boah, jetzt heilen wir schnell die Pokémon. Ich glaube, das mache ich offscreen. Ich heile schnell die Pokémon, dann sehen wir uns hier wieder vor der Arena der Tränen. Bis gleich. Okay. Hallo, hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Meteros City. Ich wurde Arenaleiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainerschule erworben habe, umzusetzen. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst und mit welchem Pokémon? Sehr gerne, Felicia, unser erster Orden. Wir kommen! Okay, sie setzt Kleinstein zuerst ein. War ja zu erwarten, bis jetzt haben wir ja nur Kleinstein zu sehen. Da wechsle ich, wie gesagt, die Jungblut immer noch. Ja, der Einjäger, der hilft gar nicht. Das ist nur eine Ausrede, um den Doppelkick zu entkommen. Oh, was es auch tut. Das ist das erste Kleinstein, das den Doppelkick überlebt hat. Oh, Felsberer. Das ist die Themen, die wir bekommen, nachdem wir die Arena des Dinges besiegt haben. Trank, das nervt. Das verdammte Trank hier, Auffrischung, Stinkbummens. Ist sowas von nervig. Naja. Ach jetzt. Es nervt. So, jetzt Volltreffer. Geschieht dir ganz recht, blödes Kleinstein. Ich glaube, ich setze jetzt dann Energiefokus ein. Hätte ich da eigentlich schon vorher machen sollen. Den Kader, ich habe einen neuen, dann ist eine neue Attacke. Sandwirbel. Sandwirbel. Naja, das sieht aber komisch aus. Egal, Energiefokus. Liegt bestimmt daran, dass ich so viel Ladi-Platin gezockt habe in letzter Zeit. Auf meinem DS. Da sieht es Nassnet viel besser aus. Naja. Ah, dieses verdammte Härtner. Jetzt hoffe ich auf einen Volltreffer. Ja, oder? Ja, beim nächsten Angriff ist es eh besiegt. Und dann hätten wir auch schon unseren Orden. Okay, wir hätten sie geschlagen. Das nicht wurde besiegt. Und wir werfen für Jungblut. So, ich habe verloren. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon, die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arena-Leiter besiegt haben, dies erhalten. Bitte nimm diesen offiziellen Pokémon-Liga-Steinorden an. Kevin hat den Steinorden von Felicia erhalten. Hurra, okay. Erhöht den Angriff unserer Pokémon. Außerdem sind sie nur in der Lage, die Formzerschneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich dir nun auch geben.
Jetzt ist es wie gesagt die Felsgrab-Attacke. Sie richtet nicht nur durch das Fallen von Steinen Schaden an, sondern reduziert auch die Initiative. Blablabla, sobald du eine TM aktivierst, wird die Attacke einem Pokémon beigebracht. Aber vergiss nicht, dass nur eine TM einmal beigebracht werden kann. Ihr Einsatz will also gut überlegt sein. Blablabla. Naja gut, ich Felsgrab, vielleicht können wir es irgendwie den Kader beibringen, wenn wir Glück haben. Nein, es kann nicht den Kader. Den Kader kann ja gar nichts. Volles lame Pokémon. Na gut, wie gesagt, ich habe doch gar nichts gesagt. Was redest du denn da? Okay, ich mache jetzt Pause, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao!